langen Weg nach Hause schwimmen. Mann, ich habe irgendwie keinen Bock zu lesen. Also, wenn ihr Bock zu lesen habt, dann stoppt einfach das Video und ihr könnt es euch durchlesen. Aber ich will es irgendwie nicht lesen, weil es auf Englisch ist. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch umstellt. Vielleicht könnt ihr mir dann auch dabei helfen. Und jetzt nehmen wir uns erstmal die Axt. Super. Wir müssen den Drachen dort retten. Geh zu diesem Rope-Seil da und tippe auf diesen Axt. Okay, jetzt kommt der leichteste Teil ever. Manche kapieren diesen Teil nicht, aber das ist eigentlich ganz einfach. Ich warte einfach nur ab. Das, was weiß ist, das heißt, dass manche schon connect sind. Okay, die haben sich einfach nur eine gestellt. Das war wahrscheinlich gemeint. Okay, egal. Genug von Gelaber. Genug gelabert. Okay. Okay, die drei, die gerade wackeln, die sind gestellt worden. Jetzt brauchen wir nur noch ein Y und ein X. Ein komisches Y. Ja? Und ist hier das X. Und da das Y. Das komische Y. Okay, jetzt einfach nur abwarten. Perfekt. Es wird okay sein. Großer End of Your Ender 2. Du hast diesen Drachen. Du hast diesen mächtigen Drachen befreit. Also wird er dir am meisten vertrauen. Ich will, dass du dich mit ihm verbündest. Geh vorwärts, streck deine Hand und tipp auf den Drachen. Yay, Sandraid! Mein Lieblingsdrache. Aber ein leuchtender Fluch wäre auch nicht schlecht, aber egal, Sandraid ist trotzdem mein Liebling. Weil der fast so genauso aussieht wie ohne Zahn. Okay. Okay, jetzt wollen wir dich ein bisschen verändern, mein Hübscher. Vielleicht so ein bisschen weiß. Muster ist immer noch orange, das wird weiß. Und diese schwarzen Flecken werden auch was. Das sind diese Dinger. Okay, nee, da sind immer noch so schwarze Flächen. Wie soll ich ihn malen? Oh, das sieht eigentlich ganz schick. Sieht wirklich schick aus. Okay, das ist ein Sandraid. Das ist ein Duld. Wie soll ich ihn nennen? Es wird ein Junge. Wie soll ich ihn nennen?
Nee. Nein. Wie soll ich ihn jetzt wirklich nennen? Sturmzahn. Das ist doch ein guter Name, oder? Vielleicht soll ich das Gelbe doch pink machen. Oder weiß. Ja, weiß sieht irgendwie am besten aus. Wer schreibt da? Okay. Okay. Möchtest du diesen Nachnamen wirklich verwenden? Ja. Oh, wie süß. Der hat mich gar nicht angefasst. Okay. Okay, ich bin schon Level 2 und der ist Level 11. Nice. Wollen wir einen kleinen Ausflug machen, Kleiner? Ja. Cool. Hey, was ist das Blaue? Also ich weiß, das Grün ist Eis, aber wieso ist da so ein blaues Ding? Egal. Hey, sind das die Drachenjäger? Okay, jetzt müssten wir sterben. Oh, langsam, Kleine. Wow, das ist richtig schnell. Okay. To become an amazing dragon trainer, you'll have to become an expert at this important technique. Scientific method. Let me tell you how I use it. Um einen hervorragenden Drachentrainer zu bekommen, du musst eine Expertin sein bei diesen wichtigen Technik. Scientific Method, die wissenschaftliche Methode. Lass mich dir erzählen, wie ich es gemacht habe. Okay. I remember when I first met my bud, Toothless. Here was this amazing, sleek dragon with giant wings. And yet, he couldn't get off the ground. I couldn't figure out why he wouldn't just fly away. So I decided to record what I saw in my field guide. Using the scientific method, the problem was clear. This dragon couldn't fly. Now, the scientific method has a little something called the research step, which meant I had to observe Toothless. That's when I noticed part of his tail wing was missing. So I figured that could be the trouble. I was gonna need some time to test my hypothesis.